Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Allahumma ja'al amalana kullahu saliha, waj'alhu li wajhika khalisa, wa la taj'al fihi li ahadin ghayrika shay'a. Allahumma ishfi wa tahhir qulubana. Allahumma tahhir qulubana min ad-danas والنفاق والشرك والكفر والعصيان والكبر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Geehrte Geschwister im Islam, wir Muslime können auf etwas stolz sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns etwas gegeben hat, was er den restlichen Menschen nicht gegeben hat. Ein Iman, einen Glauben, den er subhanahu wa ta'ala gibt, wem er will. Und dieser Glaube wird entscheidend darüber sein, ob du yawmul qiyamah in das Paradies oder in das Höllenfeuer gehst. Allahumma rzuqna al-jannah wa ja'alna min ahliha. Ein jeder von uns hat nur eine einzige Aufgabe, die Hauptaufgabe. Wir leben in der Dunya, wir haben unsere Arbeit, wir haben unsere Familien, wir haben unsere Tätigkeiten, denen wir nachgehen. Aber das Wichtigste unter allem, das Wichtigste in dieser Welt ist unser Iman. Denn was nützen dir all diese annehmlichen Dinge in der Dunya? Und du genießt, was du genießen möchtest. Aber yawmul qiyamah wird Allah Azza wa Jal dich für ewig in das Höllenfeuer hereinwerfen, wenn du nicht einen wahrhaftigen Iman gehabt hast. Und daher sagte Abdullah ibn Mas'ud in einem wunderschönen Bittgebet: Allahumma rzuqna imanan la yartad. O Allah, gebe uns, versorge uns mit einem Glauben, den du uns nicht wieder hinwegnimmst. Diese Leute haben verstanden, dass der Glaube das Wichtigste ist, woran ein Muslim festhalten muss. Und ich frage dich, o Diener Allahs, was ist deine größte Sorge in dieser Dunya? Ist es deine Familie? Ist es dein Vermögen? Sind es deine annehmlichen Dinge in der Dunya? Oder ist das nicht der Iman? Ein jeder Gläubige hat nur eine einzige Antwort. Keine zweite und keine dritte. Das ist der Iman, liebe Geschwister. Aber was ist der Iman? Leider beschäftigen sich viele Muslime nicht mit ihrer Religion. Wenn du ihn nach dem neuesten Handy fragst, so kann er dir sagen, wie du das verschickst und wie du jenes aufmachst und so weiter und so fort. Er kennt sich wunderbar damit aus. Eine Frage: Wird ihn das in das Paradies hereinbringen? Antwort: Nein. Aber der Iman, alles Entscheidende für dich in dieser Dunya, das wird darüber entscheiden, ob du in das Paradies oder in das Höllenfeuer gehst. Frage: Warum beschäftigst du dich nicht damit? Und deswegen, Geschwister, wollen wir heute, bi'idhnillahi s-samil alim, in dieser Khutbah, möge Allah azzawajal die Zeit segnen, nur darüber reden, was ist ein wahrhaftiger Iman und was ist ein vermeintlich wahrhaftiger Iman, den viele Leute, die sich dem Islam zuschreiben, denken, dass er sie erretten wird, yawmul qiyamah. Aber es wird für sie eine Schmach in der Dunya und in der Akhira sein. Allah Azza wa Jal sagt im Koran: Udukhulul jannata bima kuntum ta'malu. Betretet das Paradies für das, was ihr an guten Taten gemacht habt. Hast du gehört? Für das, was ihr an guten Taten gemacht habt. Und von Abu Huraira wird berichtet in einer Überlieferung, die sahih ist bei Imam Muslim, so sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam: La yadukhulu ahadun minkum al-janna bi'amali. Niemand von euch wird das Paradies betreten, alleine nur durch seine Taten. Niemand von euch wird das Paradies betreten, nur aufgrund seiner Tat. Qalu, wala anta ya Rasulallah, auch du nicht, o Gesandte Allahs. Qala, wala ana illa an yataghammada minallahu minhu birahma. Auch ich nicht, außer dass Allah mich mit seiner Barmherzigkeit umfasst. Diese beiden Beweistexte scheinen jetzt einander gegenüberzustehen. Von der einen Seite berichtet Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam,
dass niemand aufgrund seiner Taten alleine heraus in das Paradies hereingeht. Und Allah Azza wa Jal sagt, betretet das Paradies für das, was ihr getan habt. Alhamdulillah, diese Religion hat keine Widersprüche. Und du wirst niemals einen Muslim finden, der denkt, dass Widersprüche in dieser Religion existieren, weil er hat die Ayah, den Vers verinnerlicht, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Und wäre dieser Koran von jemand anderem außer von Allah, so würden sie viele Fehler darin finden. Schau, Menschenhände haben sich an die Bibel herangemacht, so haben wir viele Fehler vorgefunden. Menschenhände haben sich an die Tora, an die Taurat, das Buch der Juden herangemacht, so haben wir viele Fehler in ihrem Buch gefunden. Aber niemand konnte es wagen, diesen Koran, kein Mensch, zu ändern, weil Allah Azza wa Jal ihn schützt. Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun. Wir haben diesen Koran herabgesandt und wir werden ihn beschützen. Und weil Allah einzig und alleine ihn beschützt, walhamdulillahi rabbil alamin, ist er geschützt, liebe Geschwister. Kehren wir zurück zum Hadith. Niemand von uns kommt in das Paradies durch seine Taten. Aber ich bete doch und ich faste doch und ich zahle die Zakat und ich pilgere zum Hajj, damit ich mit diesen Taten in das Paradies hereinkomme. Richtig. Deswegen sagt Allah Azza wa Jal, geht in das Paradies herein für die Taten, die ihr gemacht habt. Was heißt für die Taten, die ihr gemacht habt? Die Taten, wie unsere Gelehrten sagen, Al-amalu salih sababun lidukhul al-Jannah. Die gute Tat ist der Grund, warum man in das Paradies hereinkommt. Der Grund bedeutet, wenn du möchtest, dass Allah dich mit Barmherzigkeit behandelt, dann musst du diese guten Taten vorbringen. Was aber bedeutet die andere Überlieferung, dass niemand von uns durch seine Taten alleine in das Paradies hereinkommt? Die Erklärung ist sehr leicht. Niemand von uns bringt den gleichwertigen Preis. Deine gesamten Taten, wenn man sie zusammenzählt, sind sie gleichwertig dem Paradies. Wallahi al-Azim, nein. Es gibt Leute, sie leben vielleicht 2 Jahre oder 3 Jahre im Islam, nicht ihr Lebensalter. 2, 3 Jahre verbringen sie im Islam. Und sie machen eine gute Tat nach der anderen. Und ihre Absicht ist, dass sie auf diesem Weg bleiben. Allahumma thabbitna ala dinil haq. Wenn sie sterben, gehen sie in das Paradies. Warum? Frage. Diese 2 Jahre rechtfertigen das Paradies, ein Leben in Ewigkeit. Er hat 2 Jahre gute Taten begangen. Aber diese 2 Jahre sind niemals der Preis für das Paradies. Niemals werden wir das Paradies bezahlen können. Das meinte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, La yadkhulu ahadun minkum al-Jannah bi'amali. Niemand wird alleine nur durch seine Taten in das Paradies hereingehen. Niemand. Bedeutet, du wirst niemals den Preis vom Paradies bezahlen können. Was deine Taten anbelangt, die musst du erbringen, damit Allah dich überhaupt mit Barmherzigkeit behandelt. Ich hoffe, dieses Thema ist klar, liebe Geschwister. Was ist aber jetzt ein wahrer Iman, ein richtiger Glaube nach unserer Religion? Der wahre Glaube ist Qawlun bil-Lisan, dass du den Glauben aussprichst mit der Zunge. La ilaha illallah. Das ist nicht einzig und alleine deine Errettung, aber dieses ist vom Iman. Dieses gehört zum Glauben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er zu den Qurayshiten, zu den Götzendienern ging, sagte er, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Spricht la ilaha illallah, so werdet ihr erfolgreich sein. Der erste Bestandteil, Qawlun bil lisan. Der zweite Bestandteil, I'tiqadun bil janan. Du bestätigst das Glaubensbekenntnis und verinnerlichst es im Herzen. Hier haben viele Leute Halt gemacht. Gruppierungen, Sekten, Irregegangene, die gesagt haben, es reicht, dass du das mit der Zunge aussprichst. Und manche sagten, nein, dass du es mit der Zunge aussprichst und dass du es im Herzen verinnerlichst. Und alles andere, darüber mache dir keine Sorgen, so gehst du in das Paradies. Wehe dir, dass du dieselbe Ansicht hast wie diese irregegangenen Sekte. Das ist nicht ausreichend.
sondern es kommt noch ein dritter Bestandteil, nachdem wir es mit der Zunge gesprochen haben und es im Herzen verinnerlicht haben, Amalun bil Arkan, dass du mit deinem Körper teilen diese Religion umsetzt. Wenn dieser Teil fehlt, hast du keinen Iman. Abu al-Bara, das ist eine gewaltige Aussage. Du willst mir sagen, dass eine Person, der La ilaha illallah sagt und Muhammad Rasulullah und das im Herzen verinnerlicht, es reicht für ihn nicht aus, in das Paradies hereinzukommen, wenn er nicht mit Taten dieses Glaubensbekenntnis bestätigt. Al-Shafi'i sagte, wa kana al-ijma' min as-sahabati wal-ladhina min ba'dihim. Und der Ijma, der Konsens, die einstimmige Meinung aller Gelehrten von Ahl-Sunnah, bedeutet allen voran die Sahaba und diejenigen, die nach ihnen gekommen sind, annal imana qawlun wa amalun wa niyya, dass der Iman nichts anderes ist als das Sprechen mit der Zunge, wie wir es gesagt haben, das Bestätigen im Herzen und das Übertragen mit den Körperteilen deine Taten. Und er sagte weiter, das ist Ijma, liebe Geschwister. Und wenn die Sahaba ein Ijma haben, dann sind wir ruhig. Weil das ist Religion. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Inna Allah la yajma' ummati ala dhalala. Allah wird niemals meine Umma, meine Gemeinschaft auf ein Irregehen vereinigen. Niemals. Denn wenn alle dieselbe Ansicht haben, das ist Religion für uns. Allen voran die Sahaba radiyallahu anhum ajma'in. Sie sagten, ein Teil vom Iman ist nicht ausreichend. Außer alle Bestandteile vom Iman sind miteinander vorhanden. Bedeutet, wenn du das mit der Zunge sprichst und im Herzen verinnerlichst, aber du machst nichts an Taten, die Gelehrten sagen, man taraka al-amala bil-kulliya, falaysa bi-mu'min. Derjenige, der die Taten komplett lässt, ist kein Mu'min. A'udhu billah. Ist kein Mu'min, ist kein Gläubiger, ist kein Gläubiger. Religion. Der Iman ist nicht, was wir denken. Heutzutage findest du Leute vor, wenn du mit ihm redest, bist du Muslim? Er sagt, natürlich bin ich ein Muslim. Dann sagst du zu ihm, bete, er sagt dir, ja, lass mich in Ruhe. Fastest du, lass mich in Ruhe. Mit allen sollst du ihn in Ruhe lassen, aber ich bin Muslim. Wallahi, das ist ein Irregehender. Warum? Weil er nicht versteht, was Iman bedeutet. Er spricht das aus, aber hat es nicht im Herzen. Nochmal zu der Ayah von den Heuchlern. Sie sprechen etwas mit der Zunge aus, was aber nicht in ihrem Herzen vorhanden ist. Die Gelehrten sagen, derjenige, der noch nie eine Sajda gebetet hat, noch nie eine Raka vor Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige, der noch nie Ramadan gefastet hat, derjenige, der noch nie die Zakat entrichtet hat, derjenige, der nie was mit der Hasch zu tun haben wollte, niemals kann er ein Gläubiger sein. Niemals. Weil, was haben wir gesagt? Eine Säule von dem Iman, das sind drei Säulen, eine Säule nützt ohne die anderen überhaupt nichts. Und es gibt eine Gruppierung und sie ist weltweit vorhanden. Sie betrügen die Muslime, indem sie ihnen verkaufen wollen, ihr könnt auch erfolgreich sein, ohne dass ihr Taten begeht. Sagt einfach La ilaha illallah, Wallahu ghafuru rahim. Und Allah ist der Allerbarmer, der Barmherzige. Auf diese Leute werden wir eingehen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiru innahu huwal ghafuru rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen, wal aqibatu lil muttaqeen, wal a'udwana illa ala al-zalimeen, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Es sind Leute gekommen, die gesagt haben, wir haben klare Beweise, dass derjenige, der nur sagt La ilaha illallah, in das Paradies hereinkommt. Und sie kommen mit der Überlieferung, man qala La ilaha illallah dakhala al-Jannah. Es gibt viele Überlieferungen, man kana akhir kalamihi La ilaha illallah dakhala al-Jannah. Dessen letzten Worte La ilaha illallah sind, so geht er in das Paradies. Er sagte, ich habe einen klaren Beweis dafür, dass jemand, der nur La ilaha illallah sagt, in das Paradies kommt. Und das ist das, was wir euch immer sagen, liebe Geschwister. Ihr müsst euch an die Leute des Wissens halten. Ein Beweistext kann von der Authentizität stimmen. Zum Beispiel, er ist aus dem Koran, dann ist er hundertprozentig sahih. Oder
er ist von der Sunna des Propheten, der authentischen Sunna, dann ist er, wenn er authentisch ist, authentisch. Aber ist das das richtige Verständnis? Er sagt dir, sag La ilaha illallah und schlafe ein bisschen und du wirst in das Paradies hereinkommen. Das ist ein allgemeiner Beweis. Was heißt allgemeiner Beweis? Wenn du jetzt einen auf der Straße siehst und ihn sagst, komm mal her, sag mal La ilaha illallah, und er sagt La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ist er dann ein Muslim? Er ist kein Muslim, weil er nicht weiß, was er sagt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, jetzt kommen wir zu den Einschränkungen, weil manche nehmen nur einen Hadith und lassen die anderen aus. Er sagt in einer anderen Überlieferung, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Derjenige, der stirbt und weiß, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der betritt das Paradies. Weiß. Hier ist Wissen angesprochen. Bedeutet, er weiß, was er sagt. Er weiß, was dieses Glaubensbekenntnis bedeutet. Das ist schon mal nicht mehr so, wie die Leute es den anderen Menschen verkaufen. Sagt La ilaha illallah und ganz egal, ob ihr es versteht oder nicht, ihr kommt in das Paradies. Eine andere Überlieferung, so sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, Inna Allah harrama ala nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allahi azza wa jal. Jeder wird in das Paradies hereinkommen. Allah hat dem Höllenfeuer jedem verboten, der La ilaha illallah sagt und er begehrt damit die Zufriedenheit Allahs, das Angesicht Allahs azza wa jal. Hier haben wir wieder eine Rückkehr zum Hadith. Wer sagt, La ilaha illallah, dakhala al-jannah. Wenn wir jetzt einen Heuchler holen, einen Heuchler, möge Allah uns vor der Heuchelei bewahren. Und wie viele sind sie in dieser heutigen Zeit? Ey, Wallah, sie sitzen in den Moscheen, Und manche lassen sich sogar einen Bart wachsen und tun so, als ob sie beten und sind nichts anderes als Heuchler. Sie sind nur da, um die Muslime auszuspionieren. Möge Allah uns vor diesen verdorbenen Herzen beschützen. Allahumma amin. Derjenige, der La ilaha illallah sagt und er beabsichtigt das Wohlgefallen Allahs, beabsichtigt ein Heuchler das Wohlgefallen Allahs, Antwort nein. Dieser macht alles mit Riya, Augendienerei, er will nur dabei gesehen werden, damit die Leute denken, er wird ein Muslim. So, jetzt dieser Hadith nochmal, man qala La ilaha illallah dakhala al-jannah. Wer La ilaha illallah sagt, der wird das Paradies betreten. Ist er so zu verstehen? Antwort nein. Ein Heuchler ist hiermit nicht gemeint. Einer, der nicht mal versteht, was dieses Glaubensbekenntnis bedeutet, ist hiermit nicht gemeint. Daher, Achi, schaue dir die Beweistexte an. Und sie bringen noch einen Beweistext und sagen, Allah sagt in diesem langen Hadith über Al-Shafa'a, فَيُخْرِجُ مِنْهَا أَيْ مِنَ النَّارِ قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَدْ. Und aus dem Höllenfeuer werden Leute von Allah subhanahu wa ta'ala errettet, die noch nie etwas Gutes getan haben. Aufpassen, liebe Geschwister, vor diesen Beweistexten. Was heißt, die noch nie etwas Gutes getan haben? Eine Frage. Ist es nicht so, dass jemand etwas tun kann und trotzdem nichts getan hat? Was meinen wir damit? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, die Überlieferung bei Bukhari, er sah einmal einen Mann beten. Ra'a rajulan yusalli. Er sah einen Mann beten, aber er hat wie gebetet? So schnell, wie ein Huhn pickt. Wie ein Huhn pickt. Hoch, runter, keine Ruhe, keine Gelassenheit im Gebet. Als der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam gesehen hat, dass er fertig war, sagte er zu ihm, Irjih fasalli fa innaka lam tusalli. Geh zurück und bete, denn du hast nicht gebetet. Subhanallah. Schaut mal die arabische Ausdrucksweise. Die Person hat doch gebetet. Richtig. Aber sein Gebet war wertlos, deswegen in der arabischen Sprache, als ob du nicht gebetet hast. So wie im Hadith, die haben nie etwas Gutes getan, bedeutet nicht, dass sie gar nichts Gutes getan haben. Denn nur ein Muslim kommt aus dem Höllenfeuer heraus. Niemand anderes. Selbst wenn ein Muslim ein Sünder durch und durch war und er bleibt Hunderte, Tausende von Jahren in An-Nar, im Höllenfeuer, möge Allah uns alle davor beschützen, so kommt er irgendwann heraus. Irgendwann kommt er heraus. Aber er ist ein Muslim. Diese Leute, die rausgekommen sind aus dem Höllenfeuer,
Und man sagt, sie haben nie was Gutes gemacht. Das ist der Beweis, dass sie trotzdem Muslime sind, obwohl sie nichts gemacht haben. Dann sagen wir, nein, nichts gemacht bedeutet nicht wirklich nichts gemacht. Das ist so, wie wenn ein Schüler eine Klausur schreibt und der Lehrer fragt eine Frage in der Klausur, in der Arbeit, und der Schüler schreibt 3-4 Sätze, 3-4 Seiten voll, aber der Lehrer sagt ihm, du hast nichts geschrieben. Er hat 3-4 Seiten geschrieben. Er will ihm damit sagen, du hast gar nicht auf die Frage geantwortet. Das ist eine Sache, die wir einen sprachlichen Ausdruck nennen, liebe Geschwister. Auch, dass eine Person mehr schlechte Taten hat als gute Taten, dann geht er in das Höllenfeuer. Es ist so, als ob er nie etwas Gutes getan hat. Hat er aber nicht wirklich etwas Gutes getan. Daher, lasst uns diese Aqida, diesen Glauben richtig verstehen. Niemals darfst du denken, sonst gehörst du zu einer Gruppierung, die nennt man Al-Murji'a. Al-Murji'a, sie haben die Aqida, dass sie sagen, und das sind die Besten unter ihnen, es reicht, das mit der Zunge auszusprechen, den Glauben, und im Herzen zu verinnerlichen. Das reicht. Das sind die Besten unter ihnen. Manche haben gesagt, nur mit der Zunge, und manche, walayadu billah, haben gesagt, es reicht, dass du nur bestätigst, dass Allah existiert. Das heißt, Frauen ist nach ihrer Aqida ein Muslim. Iblis ist nach ihrer Aqida ein Muslim. Weil sie wissen ja, dass Allah subhanahu wa ta'ala existiert. Und die Qurayshiten, zu denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam geschickt wurde, die haben doch Allah bestätigt, diese sind für sie Muslim. Ist das unsere Aqida? A'udhu billah. Deswegen, wenn du sagst, der Glaube ist nur mit der Zunge und mit dem Herzen, dann hast du diese Gruppierung erreicht. Aber Ahlus Sunnah wal Jama'ah, möge Allah uns nur auf diese Gruppe befestigen. Sie sagen, das Sprechen mit der Zunge, das Verinnerlichen, Bestätigen im Herzen und vor allen Dingen die Bestätigung mit den Taten. Und ich kehre zurück, o Diener Allahs, wo sind die Taten der Muslime? Die sich Muslime nennen, ich rede nur über diejenigen, die sich auch, es gibt welche, die einen muslimischen Namen haben, er sagt, ich will nichts mit der Religion zu tun haben, sie sind sowieso keine Muslime. Wir reden über diejenigen, die sich Muslime nennen. Wo sind ihre Taten? Wo ist das Gebet der Muslime? Wo ist das Fasten der Muslime? Wobei manche mehr fasten, als sie beten. Dann fragen wir sie, ist Allah nur derjenige, der euch das Fasten befohlen hat, aber nicht derselbige, der euch auch das Gebet befohlen hat? Warum macht ihr einen Unterschied? Das ist die Methodik, wal'iyadu billah, der früheren, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Allah sagt zu ihnen, glaubt ihr etwa an einen Teil des Buches und ihr lässt einen anderen Teil aus? Das ist Islam, liebe Geschwister. Dass du denkst, ich nehme nur das von der Religion, was mir gefällt und ich lasse, was mir gefällt. أَعُوذُ بِاللَّهِ. Das ist kein Muslim, der wahrhaftig ist. Denn ein Muslim, der wahrhaftig ist, er unterwirft sich unter den Geboten Allahs. Und er versucht, von der Religion zu praktizieren, was er auch praktizieren kann. Das bezeugt, dass er ein wahrhaftiger Muslim ist. Und ich schließe ab, indem ich meinen geliebten Geschwistern erkläre, die Aqida, unser Glaube, ist das Wichtigste. Yawmul Qiyamah wird davon abhängen, ob Allah unsere Taten annimmt oder nicht. Ja? Allah wird dieses nur dann von uns akzeptieren, die Taten, wenn wir eine richtige Aqida haben. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Sollen wir euch über die größten Verlierer etwas berichten? Das sind diejenigen, die mit ihren Taten in die Irre gegangen sind. Allah wird ihre Taten nicht annehmen. Und sie dachten, schaut mal, sie dachten, dass sie bei Allah etwas Gutes zu erwarten haben. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu sagte, diese Ayah ist herabgesandt aufgrund der Khawarij. Khawarij waren Leute gewesen, die so viel gebetet haben und so viel gefastet haben und so viel den Koran gelesen haben, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Sahaba indirekt erklärt hat, wenn ihr eure Taten mit ihren Taten vergleicht, so seht ihr schlecht aus. Aber er sagte über sie, hum kilabun nar, sie sind die Hunde des Höllenfeuers. A'udhu billah. Schaut mal nur die Erniedrigung, man ist von den Höllenbewohnern, aber sie sind die Hunde des Höllenfeuers. Warum? Weil sie
auch eine Aqida haben, aber eine falsche Aqida, und Allah wird nicht von ihnen annehmen. Daher aufpassen, wenn man die falsche Aqida hat, liebe Geschwister, dann kann man in die Irre gehen. Und ich fasse zusammen, der Glaube ist das Sprechen mit der Zunge, das Verinnerlichen im Herzen und die Bestätigung mit den Taten. Abu al-Bara, heißt das jetzt, dass wenn ich sehe, dass ein Muslim nicht direkt betet oder fastet, dass ich ihn sofort vom Islam ausschließen kann? Nein, das ist ein allgemeines Urteil. Und das überlässt du den Spezialisten, den Ulama, jemanden vom Islam auszuschließen oder nicht. Das ist nicht meine und deine Aufgabe, denn wir sind mehr als klein und wir haben nicht genug Wissen, damit wir verstehen auch, wie diese Belehrung tatsächlich stattfindet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf einen wahrhaftigen Weg befestigen. Möge Allah azawajal uns nicht von diesem Weg irregehen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dazu verhelfen, gute Taten zu machen bis zu unserem Tod. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qumu ila salatikum.